Wetter ist viel zu gut. Hätten wir auch noch nicht gedacht. Wir warten, dass es dunkel wird. Selbstverständlich. Zu früh da gewesen. Ja, moin ihr Lieben. Ja, heute sage ich mal, wir begrüßen euch zurück zu einem POV-Fotowalk. Wir sind nach Magdeburg gefahren. Auch eine Stadt, die ich in- und auswendig kenne, wo ich schon diverse Male tagsüber war, Licht und Schatten. Viele von euch werden die Bilder kennen und wir haben uns halt überlegt, okay, komm, auch hier das Thema Nachtfotografie, Fotografie bei Dunkelheit. Und ja, es hat sich bewahrheitet, es war ein schöner Walk. Glücklicherweise konnte ich mich heute mal ein bisschen mehr aufs Fotografieren konzentrieren und wurde gefilmt. Von daher, ja, genießt es einfach, geht mit uns eine Runde durch Magdeburg. Das ist so eine Standardrunde an der Elbe lang, dann Richtung Stadt. Und die Bilder dazu seht ihr natürlich wie immer ganz hinten. Also, ich sage nicht dranbleiben, hoffentlich spannend. Ich sage viel Spaß. Naja, von der Ausrüstung wieder altbekannt. Also ich habe die Sony A7 IV dabei und das Sigma 85mm 1.4. Ich habe ISO auf Automatik und habe es bei der Kamera tatsächlich auf 12.800, also auf viele Bilder. Auch schon bei den letzten Fotowalks waren tatsächlich auch mal ISO 12.800. Ist mir persönlich völlig egal bei Schwarz-Weiß. Ansonsten bin ich hier verschlusszeitentechnisch so um eine 180stel und war trotz allem natürlich die ganze Zeit auf Blende 1.4 und das hat hervorragend funktioniert. Der Autofokus, da muss ich mich noch ein bisschen mit beschäftigen, mit dem AFC und Track und so weiter. Aber das wird kommen, aber es macht einfach wirklich Spaß mit dieser Arbeitsmaschine, einfach Bilder zu machen, die, ja, wo was Gutes bei rauskommt. Und auch dieses abends unterwegs sein ist sehr entspannend. Man kann sich wirklich auf Motive konzentrieren und läuft nicht die ganze Zeit Schlangenlinien um irgendwelche Leute rum und in der Stadt ist einfach wie hier auch Licht genug. Klar ist natürlich, mit dieser Brennweite von 85 bleibt man so ein bisschen im Hintergrund und kann sich halt hier wie auch hier schöne Positionen aussuchen, wo man im Grunde im Schatten steht und ins Licht halt fotografiert. Und ja, durch die Brennweite hat man natürlich einen sehr schönen Look und auch einen sehr schönen Kompressionseffekt und Zoom-Effekt, sodass man im Grunde ja sehr unerkannt und sehr diskret fotografieren kann. Ja, dieser Walk war eine knappe Stunde, einfach ein schöner Rundgang. Dann sind wir wieder auf die Bahn gegangen, ab nach Hause, wurde auch echt kalt. Und ihr seht jetzt hinten dran nochmal einige Bilder, die ich gemacht habe. Und natürlich, wie immer, wenn ihr hinten über meine Homepage geht, kommt ihr überall hin, um euch sie anzuschauen. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Ich wünsche euch was Schönes. Werdet und bleibt gesund. Und ja, das wird so weitergehen. Wir sehen uns die Tage. Und tschüss.